Ja, wird das schon aufhören? Ja, nee. Da, die Kamera, ja. Ja, aber ich meine, wie ist das mit dem Ton? Ja, Ton noch nicht, aber die Kamera hat auch einen Ton. Also wir haben halt so einen... Also hast du den Kameraton? Scrap Audio erstmal. Ja, 259 Minuten, das sollte gehen. Müssen wir irgendwie knacken, dass du das nach übereinander legen kannst? Nein, das geht automatisch. Ah, jetzt. In der modernen Welt der Technik geht das in 3, 2, 1. Baby. Bum, 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 bum. Dirk fummelt am Nupsi rum. Ja, herzlich willkommen zur 100. Folge von Wünnisse. Das ist furchtbar. Ich höre dich ja jetzt auch live schreien neben mir. Wieso live? Achso, naja, wir hatten schon mal eine, wo wir fast aufeinander saßen. Ja, aber da musste ich mich darauf konzentrieren, dass unsere Schenkel sich nicht zu sehr berühren. Ah, wie macht man denn das? Du sitzt schon professionell leicht eingeht, also so, dass wir leicht so ein offenes V zwischen uns haben. Ja. Ja. Jetzt sieht man ja alles, was ich sonst auch immer verdeckt mache. Hier rumpopelt. Muss ich gar nicht mehr erklären, was du so an Gesten machst. Wie ist denn das Bild? Wie weit kann ich denn? Ich habe ja nicht durchgeschaut. Nach oben, weiß ich nicht. Muss ich auch mal schauen. Naja, ich meine, falls ich aufstehe oder die Hose aufmache. So. Aufstehen kannst du nicht. Du bist oben. Hier ist Oberkante. Also eine Hand habe ich über eine mir. Hand oder was? Über dir. Also du hast halt quasi den ganzen Tisch mit drauf, oder was? Ja. Du kannst bequem deine Hand auf den Kopf legen, wie du das ja gerne machst und so. Ja. Boah, das hat jetzt zum ersten Mal sehen. Ja, irgendjemand heizt halt immer für mich, netterweise. Ja, wie viel sieht man denn überhaupt jetzt von deiner geheimen Betthöhle? Also ich meine, ja, würdest du jetzt irgendwelche Hinweise geben, wo du wohnst, dass wir irgendwas blurren müssen? Das Sofa. Das Sofa in Halle 3. Und die Wand. Wir sind jetzt live in Halle 3. Ja. In der Stadthalle. Ja, genau. In Halle 3. Du hast Buffet für uns aufgebaut, sehe ich gerade. Ja, willst du auch was? Willst du eine Gabel? Nein, nee. Ich habe noch nichts gegessen. Ich hatte heute eine Doppelvorstellung und war um 8:30 im Theater. Krass, hörst du dich auch leicht doppelt oder zeitverzögert? Das ist, weil du, nee, das ist aber dieses Live-Ding. Du hörst halt mich live und oh, mich. Strange. Ja, eben. Darauf wollte ich auch gerade hinaus. Wird doch immer so laut. Es hört immer sich an, als ob du anfängst, bevor du redest. Weil es halt einfach deine Stimme ist halt eine Millisekunde vorher geht die halt auch schon los und dann höre ich auch. Du pfeifst dir halt einfach Select and Go rein. Heute ja. Sushi Maki Box von was auch. Oder ist das schon die Marke? Mann, ich brauch halt irgendwas, was ich in mein Gesicht drücken kann. Ich habe so einen Hunger. Kennst du die Doku, ich weiß nicht, Sportdoku, ein bisschen The Game Changers? Ich habe irgendwas davon gehört. Ich habe die gestern Abend gesehen. Die ist halt so, also das Thumbnail auf Netflix gesehen. Die ist überall offen. Also die gibt es halt auf Netflix, auf Vimeo, auf YouTube, auf Google Play oder wie das heißt, Apple Film. Pornhub. Genau. Und die ist halt richtig geil, weil die spielt so mit diesem Aspekt des veganen Ernährung, aber halt überhaupt nicht mit Massentierhaltung irgendwas, sondern es geht aus der Sicht eines ehemaligen MMA- oder UFC-Fighters, der halt irgendwie böse sich verletzt hat. Alter, guten Appetit, wie er das wegatmet. Live. Er stammt direkt von so einer Schlange ab. 8:30 im Theater. Ich muss dir nachher mal erzählen, was heute passiert ist. Oh mein Gott, aber das ist echt cool. Hast du jetzt die ersten beiden gekaut? Oder hast du mit der Zunge nur so angedrückt, dass du die in die richtige Röhre schlucken kannst? Schweine kauen mehr. Homer schluckt wie eine Ente. Aber dann dieses unpassende kleine Gläschen dazu. Eigentlich bräuchtest du so einen Trog. Ja. Ich will die aus der Flasche trinken, da muss ich die jedes Mal abwaschen. Und so, wenn du nicht daraus trinkst, dann kannst du einfach abfüllen. Eigentlich müssen wir ja was anderes sehr hygienisch trinken. Nee, das ist für Nüsse Bingo. Wir sind ja also wegen der 100. Folge, dass wir irgendwas zelebrieren, aber eigentlich ist ja schon Mörder, dass wir uns sehen, beziehungsweise ihr uns, weil wir sehen uns ja leider des Öfteren. Was ist denn das für eine gelbe? Süß-Sauersoße, ganz komisch. Bist du am Donnerstag eigentlich bei Public? Was ist da? Achso, das ist dieses. Schaffe ich leider nicht, weil ich habe Durchfall. Mal gucken, wie es Sushi für mich ausgeht. Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt eigentlich auch die Möglichkeit, genau das anzugeben, weil wir sehen es ja. Direkt von der Tankstelle gekauft, 50% Rabatt, weil es schon 5 Tage alt ist. Welcher ist heute? Irrelevant. Sag mal, welcher ist denn heute? 2. Dezember, du bist doch Mr. Adventskalender. Ach so, stimmt. Der 2. Ja, ich hast ja noch ein paar Tage. Sushi darf ja, glaube ich, auch immer nur bis, glaube ich, 3 Tage im Laden stehen. Also immer diese Reihen gestellt und dann 3 Tage und dann müssen wir raus. Oder ich, obwohl, nee, bei den Gemüse ist Gemüse, ne?
Das ja, das andere nicht immer. Eigentlich wollte ich zweimal Gemüse, aber es gab nur noch einmal Gemüse. Gemüse ist beliebt, dem vertrauen die Leute mehr, glaube ich. Ja, ich habe es auch mal mir einmal geholt. Also ich habe es halt lange immer nur von dir gehört. Dann hast du es mir mal erzählt und dann habe ich es gesehen. Dann hatten wir es lange nicht und du hast in Zweifel gezogen, ob es überhaupt Gemüse-Sushi gibt. Genau, und dann habe ich mir auf Anhieb 3 Packungen geholt und dann brauchte ich es nicht mehr. Das ist wie dieses Fertig-Krebsfleisch in Streifen, was wir uns geholt haben bei irgendeinem Blödeinkauf, bei Rewe oder so, was ja eigentlich nur eine Zutat ist, um sich selber zu Hause die Makis zu drehen. Ja. Und ich habe die, oder wir haben uns die geholt als Sticks. Und ich hätte fast gekotzt, weil wir von wegen Proteine und ja. Fällt in die gleiche Kerbe wie unser Harzer Käse, den wir uns mal geholt haben. Es gab zeitweise aber also normalen Harzer Käse, der echt okay war, aber dann war es dieses Quäse oder was. Und das war halt richtig, also das hat ja nicht die Geschmacksnerven gereizt, sondern die rausgezogen. Also irgendwie so ein eingerolltes, taubtrockenes Zungengefühl. Als ob man einen Pimmel ganz lange zwischen zwei Füße gelegt hätte. So ungefähr vom Erlebnis. Ich habe gerade mal eine Frage. Ich merke das, wenn die Kamera läuft, weil ich sowas ja nicht gewöhnt bin. Und du das ja schon des Öfteren. Der andere Podcast, How Do You Rub This, ist ja, glaube ich, immer mit Kamera, ne? Redet ihr miteinander oder redet ihr zur Kamera oder redet ihr im Dreier? Weißt du, dass man sagt von wegen oder sowas? Oder seid ihr einfach nur, ist das nicht die Gefahr, dass man eh immer nur ein halbes Gesicht sieht? Weil ich denke, ja. Ja. Oder man sieht das Gesicht, aber man hört dich nicht. Ist richtig? Na, ich meine, wenn ich jetzt so rede, dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen leiser. Ja. Alter, das hast du jetzt in, ich würde mal sagen, 6 Minuten 20. Ja, und du hast ja noch bei geredet. Also das heißt, wenn du jetzt zu Hause gemütlich wärst, dann wäre es 3 Minuten. Dann wäre es der Weg zum Klo. Na, ich hab ein Außen-WC. Ja, du hast eine ziemlich große Wohnung. Wir sind hier im Südflügel, weil im Ostflügel gerade gefeiert wird und man hört nichts und die Türen sind offen. Ja, das ist dieser natürlich sind die Türen offen, sonst kann man das Schweinerennen nicht auf dem Flur machen. Ja, das stimmt. Das ist irritierend. Ich gucke immer rein. Ich gucke immer so vorbei. Das ist der rote Punkt, der da leuchtet. Der ist so irritiert. Ist es das? Wahrscheinlich. Das ist super. Wir filmen mit 1/4er Blende. Gottes Willen, das sagt mir wieder alles. Nichts. Ganz, ganz hell. Ja, ganz trauriges Erlebnis heute. Heute war der Vorverkauf ab 10 Uhr für Fest und Flauschig. Die haben ja dieses Jahr Hast du das aufgemacht? Nein, ich habe das hochgenommen. Ich habe nur gefragt, wie lange das haltbar ist. Weil da ist es ein. Das ist ein gebrochenes Siegel. Oh Gott, bitte. Ja. Nee, oder meinst du, das ist einfach beim Packen passiert? Hast du das aufgebrochen? War das schwer zu sagen, ja, das habe ich aufgemacht. Ich habe das echt nur hochgenommen, ich habe da nichts dran. Das ist ein blödes Gefühl, ne? Ich kann es nicht. Aber okay. Ich würde es ja probieren. Ich würde ja eins probieren und dann denken, oh, warum nicht? Aber wenn du sagst, ich kann es nicht. Ja, du weißt halt nicht, was Leute damit. Kukukucha. Hier dann die andere, hier dann noch ein Proteinriegel. Ich habe letztens den gegessen und mir ging es nicht gut danach. Echt? Ja. Willst du den? Weißer und crisp? Dann Boah, weiß ist richtig eklig. Na gut. Wenn ich darf, dann. Nee, isst du mal. Nee, isst du mal. Wenn du darfst, dann? Nee, ich meine, wenn ich darf, dann passe ich, aber isst du mal. Du darfst passen, ja. Du kannst auch was von einem aufgebrochenen Sushi haben. Das ist verlockend. Meine Fresse, ey. Ärgerlich. Ja, ich erzähle nochmal kurz, dass super, total spannende Geschichte. Karten gab es ab 10 Uhr. Fee gesagt, glaube ich, soll das Ganze stattfinden. 9.59 Uhr, ne, ich bin bereit, nur noch auf Aktualisieren drücken. 10 Uhr, Seite war klar, ich konnte auf Tickets klicken. Hab die Auswahl angeklickt und dann hieß von wegen ja zurzeit nicht möglich zurückgegangen und dann hieß es von wegen ja zurzeit nicht möglich und das halt irgendwie eine Stunde am Stück. Zwischendurch hast du immer mal gesehen, okay, jetzt gab es halt bei Aktualisierung Ticketkauf möglich und dann sofort wieder weg. Das schreit natürlich ganz groß nach irgendwelchen Kaufbots, die da halt einfach programmtechnisch halt für irgendwelche User, zumal es personalisiert war, das heißt, du konntest nur maximal 2 Tickets holen. Weil die halt sonst das Problem hatten bei dem letzten Mal, dass halt die Leute einfach mal 10 oder 20 Dinger und die dann halt einfach mit, weiß nicht, 500% plus bei eBay verkaufen. Interessant, man müsste mir ganz schön viel Geld zahlen, damit ich mir Jan Böhmermann live anschaue. Ja.
Naja, jedenfalls, das fand ich halt ziemlich ärgerlich. Ja. Und ich habe letztens von Timo gehört, dass er das auch erlebt hat bei beispielsweise irgendwie Kauf von Ärztetickets. Mhm. Dass es halt. Ja, so ist es mit dem Krankensystem in Deutschland. Dass es immer. Ja. Ich hingegen hatte meinen persönlichen Bot, Inge. Der Patrick, hat mich gefragt, ob ich zu Tenacious D mitkomme nächstes Jahr. Wie, wann hat er dich gefragt? Der war gerade irgendwie Live-Tickets holen vor 2 Wochen. Oder so. Ja, nicht getroffen. Nicht alles. Mit der Hälfte, ja. Wie war es Live-Tickets? Also, und da hat er dich auf der Straße getroffen? Nee, er hat mich bei Facebook angeschrieben. Ihr habt noch Kontakt? Wenn es um Tenacious D geht. Dann habe ich gefragt, ob ich mitkommen möchte. Ja, da liegt eine Schraube. Ich glaube, es gibt noch Tickets. Ich glaube, so war der. Habt ihr jetzt euch eins geholt? Nicht, ich kann nicht. Ich bin nämlich nicht da. Ich bin nicht in der Stadt zu diesem Zeitpunkt. Wie, was hast du denn nächstes Jahr vor? Ich bin in Stade. Auf Tour mit dem Kindertheater. Ach, was ist das jetzt? Das alte Ding geht auf Tour? Ja. Das ist ja geil. Was heißt Tour? Ich meine, wir sind halt 2 Tage in Stade. Was angeblich. Achso, das war's, das ist eure Tour. Ja, ja, ja. Ja, ich meine, wie oft verlassen wir die Stadt damit? Wir sind mal in Frankfurt-Oder. Stade. Frankfurt-Oder, Stade. Einfach mal nach Polen rüber. Frankfurt-Oder ist auch eine Stadt. Politisch schwere Stadt. Generell, ne? Ich meine, wenn du da lebst, denkst du ja auch. Was soll ich mit 500 Zlotti im Monat? Ein bisschen kann ich es nachvollziehen. Naja. Ist das jetzt dein zweiter Riegel? Mein erster, meine Güte. Aber hast du nicht eben schon irgendwelche Riegel-Action gemacht? Hab ich alles sauber verpackt. Oh. Ja. Naja. Ja. Auf jeden Fall, ich war heute auch im Theater. Und wie du weißt, bin ich ein halbes Pferd. Aber. Das ist wirklich so, er spielt ein halbes Pferd. Den hinteren Teil? Den vorderen Teil. Den sauberen Teil. Normalerweise. Heute hast du mal einen Gag gemacht. Liz, nee. Meine Partnerin, die das Hinterteil spielt, hatte Rückenprobleme. Vordere Teil ist nur leicht gekrümmt, der hintere Teil ist richtig gebückt. Vordere, ne? Teil ist halt normal, also gerade normalerweise, und ich kann machen, was ich will. Der hintere Teil ist Beine gerade. Und der Oberkörper halt gestreckt, Rücken durchgedrückt. Das ist richtig anstrengend. Und sie konnte es halt nicht machen. Ich war aber schon im vorderen Teil des Kostüms. Also musste ich alleine auf die Bühne. Und das Hinterteil einfach mitgeschliffen, oder was? Nee, ich war dann halt auf allen Vieren mit ihren Gummistiefeln an den Händen. Wie so ein Frosch. Der magische Frosch. Ich erinnere ein bisschen gerade an Top Secret, die Kuh mit den Gummistiefeln. Mhm. Wieso? Bleib doch noch. Warum müsst du denn immer so hetzen? Ja. Und wenn ich halt, dann fiel mir ständig meine Kappe ins Gesicht, weil ich nichts gesehen habe. Ja. Ich konnte es mir nicht aus dem Gesicht machen, weil ich Gummistiefel auf den Händen hatte. Oh, das war ja wahrscheinlich die geilste Vorstellung, also diesbezüglich, ey. Also ein bisschen gehüpft. Judith und Florian auch nur auf der Bühne fast gestorben vor Lachen. Ich dachte, Judith konnte nicht mit rein. Also die konnte gar nicht wegen Rücken. Nee, Liz, meine Partnerin, Judith. Ach so. Judith, Liz. Ja. Okay. Lith. Lith heißt die. Nein, aber wäre eigentlich ganz gut. Naja. Und Judith. Die sind beide halt echt, also ne, es war halt einfach saukomisch. Und ich auch, wenn ich darüber nachgedacht habe, bin ich halt auf Lachen eingeknickt. So, dann für die zweite Vorstellung haben wir es dann andersrum gemacht. Das Lith das Vorderteil war, wo sie sich nicht so nach vorne beugen muss, nicht das Hinterteil. Und kann dir sagen, das ist eine wilde Nummer, wenn du auf die Bühne gehst. Du siehst nichts und musst immer hin. Ach, deswegen sieht es immer so aus, als ob das so schnell tappert, weil ja. Wenn du merkst, oh, ich muss jetzt, dann springst du quasi, anstatt zu gehen, weil du vorher sonst fällst. Mhm. Mhm. Und auch, du hörst nur so, was um dich herum vorgeht. Das ist aber auch so eine erniedrigende Position. Oder? Aber du siehst es gar nicht. Also gar nicht. Ich musste teilweise so lachen. Als du hast nur gesehen, wie der Rumpf des Pferdes anfängt zu zittern. Und du siehst halt nur deine Füße und die Füße deines Vordermanns. Alter. Und Liz meint auch, ja, keine Ahnung, was passiert in der Szene. Aber was du ja nicht machen darfst, wenn du Vordermann bist, weil du musst ja ein bisschen Acht geben für den Hintermann, dass du so Action machst wie, ich gehe schnell an den Bühnenrand oder so. Mhm. Weil dann schmierst du ja ab, also beziehungsweise der Hintermann schmiert ab und reißt dich ja mit. Schnelle Kurven sind es vor allem. Ich habe eine Bühnenwand umgetreten.
Ist das eigentlich in der Mitte geschlossen? Oder wo ist das? Das sind so Klappwände. Nein. Das Kostüm, ist das in der Mitte geschlossen? Ja, es ist halt, ja genau. Klett oder Reißverschluss? Das würde man, von unten ist es gar nicht geschlossen. Nach unten ist es offen. Also du siehst den Boden? Ja. Das ist so ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, wie jemand, der aus dem Fallschirm abgelassen wird. Ansonsten hätte ich gekotzt. Aber ich meine, da war doch bestimmt schon einer von euch mal hinten drin und war schon besoffen. Weil ihr habt ja ab und zu mal nicht ganz nüchtern eine Vorstellung. Ja. Ja, aber wie ist das dann? Wenn du gebückt nach vorne in so einer Miefkiste, also wo der Alkohol richtig in den Kopf schießt und dann kannst du halt nicht richtig gucken, dass da nicht irgendwann mal das Pferd aus dem Bauch kotzt in der Vorstellung. Das war unsere vorige Kollegin, die meinte, das ging gar nicht, die wäre fast gestorben währenddessen. Was ich verstehe, es ist halt auch super anstrengend. Okay. Also halt wirklich so vorgebeugt, wie so ein Brett. Ja. Gibt es schon auch so eine Yoga-Position, die so heißt. Vorgebeugt, die gebückte Brett. Das gebückte Brett, genau. Ja. Brett 2. Der grüßende Hund wahrscheinlich, ne? Ja, oder das hintere Pferd. Naja, es war so unterhaltsam. Ich wusste ja auch, ich weiß ja, was wann passiert auf der Bühne. Aber wie viele Vorstellungen hast du eigentlich schon gemacht? Dieses 9. Stück? Wie viel? Weiß ich nicht, pro Jahr haben wir vielleicht so 20. Wie viele Jahre gibt es da schon? Ich habe vielleicht so 100 Vorstellungen gemacht, plus minus. Alter. Vielleicht 80. So in dem Dreh. Aber irgendwann, also am Anfang warst du bestimmt so gedacht von wegen, ja, nimmst du mal mit, und irgendwann ist es doch so ein Selbstläufer, der sagt, egal, ich kann das immer machen, weil ich musste ja für nichts lernen, ich bin ziemlich frei und die Show wird wirklich ein bisschen anders immer. Ja, wir haben es ja jetzt, wir hatten ja jetzt eine kleine Pause und haben es halt 3 Monate oder so nicht gespielt. Ich finde es auch geil, dass du dich von deinem Bart auf 3-Tage-Bart änderst, was ja irgendwie nicht gerade irgendwie das Kind dann hervorholt, sondern einfach nur ein anderes Gesicht. Wow, ich bin Max, ich bin 35, aber hey, ich sammle Karten. Ging doch um diese Magic-Karten, die zum Leben erwecken. Genau, ja. Ich weiß es noch, obwohl ich betrunken war. Magic's the Gathering, ja. Ja, geil. Bist du immer noch dieser perverse Magnum-Lehrer? Ja. Der mir diesen Gürtel, der so 3 Meter vorne raushängt, das Hemd, jetzt was bis zum Bauch aufgeknüpft ist. Bei der zweiten Vorstellung habe ich vergessen, das Hemd zuzumachen. Was passiert denn da irgendwie? Wo bist du denn? Wenn du das Pferd bist, willst du halt so alles so ventiliert wie möglich haben. Dann habe ich halt nur so 2 Knöpfe zu und ich habe es dann nicht zugemacht. Eigentlich brauchst du so ein Fake-Ding, dass du nur so eine Klett-Dinger hast. Ja. Außen Knöpfe gemalt und nur so. Ja. Und so eine Ansteckkrawatte, die ich an der Stirn trage. Vorher gab es doch diese Szene, wo du mit deiner Mutter alleine bist und sagst, und was machen wir jetzt noch Hübsches? Mit deiner Frau. Und die war doch mal sehr sexuell aufgeladen, die Szene. Hat sich das mittlerweile beruhigt, weil früher war es ja Banana? Nee, es ist anders. Es ist jetzt alles so ein bisschen sexuell aufgeladen. Das ganze Stück? Gesagt. Ja. Die ganze Nummer ist jetzt so ein bisschen... Und wie ist das? Also ich meine, wahrscheinlich schnallen es dann nur die 3 Lehrer, die dabei sind. Ja, die Lehrer schnallen es, ja. Die Kinder sind, für die Kinder ist es so, wie wenn du als Kind Al Bundy gesehen hast. War unterhaltsam. Ja, genau, aber du hast halt nicht so, du hast halt schon verstanden, dass es in diesen Anspielungen um Sex geht, aber es war halt nie so, also du hast es halt nie so geschnallt, wie es halt eigentlich drauf ist. Ja, und kamen dann Lehrer auf dich zu und sagen, oh, das war ein bisschen viel? Oder die Lehrer haben halt ihre Gags genau. Also, so. Und bei den, als Lehrer selber hast du ja teilweise, du nimmst immer welche aus dem Publikum, ne? Ja. Ja. Okay, und war heute entspannt? Oder so, dass Judith wieder alles vorsagen musste oder so? Ja, gemischte Gruppe. So, die erste Klasse, die wir hatten, also der erste Schub, die waren halt alle recht weit im Englischen. Also das lief wie geschmiert, fast ein bisschen zu gut. Da fehlten die Pausen, die waren alle sofort. Wir wussten also sofort, was Sache ist. Und in der zweiten Gruppe, die waren nicht ganz so fit. Also die wussten, also das war halt, können wir sagen, was das ist? Schneemann? Auf Englisch. Schnaumann? Ja. Was heißt Frühling auf Englisch? Frühling? Wow. Close. Na gut, ich war, glaube ich, damals. Ja, aber die Frage ist halt, ob die, es kommt ein bisschen an, manche sind sie aus dem ersten oder manchmal aus dem zweiten Lernjahr. Und wenn die halt ein bisschen jünger sind und erst im ersten Jahr lernen, das halt erst seit 3 Monaten, ist es halt ein bisschen schwieriger für sie. Da halt. Also ich meine, auch wenn sie theoretisch, sollten sie halt die Vokabeln gelernt haben in Vorbereitung für das Stück. Ja.
Aber es sind auch die Sachen, dann kommst du auf die Bühne und dann ist plötzlich alles gelöscht. Okay. Was, die wussten auch, also, wir machen mal die Dinger, also, ihr sagt euren Namen, ihr sagt, hi, mein Name ist, und dann sagt ihr euren Namen. Hi, my name is Slim Shady. Martin. Okay. Gut, Martin. Sehr schön, Martin. Ja. Oder lachst du auch manchmal, wenn jemand Kevin heißt? Kannst du nochmal langsam sagen? Your name is Kevin? Niemand? Niemand? Die Lehrer? Pass ihm sofort eine Ohrfeige und schick ihn von der Bühne. Ich heiße Kevin Sören. Ja. Ja, na, irgendein Kind war heute, der Thema des Unterrichts ist, wir reden über die Jahreszeiten. Today we're going to talk about the seasons. Und er sagt dann einer so, Fortnite Seasons. Ne, das ist ja auch dein, das ist ja dein Level ein bisschen. Ja. Da müsstest du dich wahrscheinlich zurückhalten. You're not good enough a player to discuss Fortnite Season. Soll ich mal zum, also ich meine, zur heutigen Show. Ja, du siehst ja jetzt, wie lange wir drin sind. 20 Minuten. Ja, ja, ja. Ja, also ich denke mal, das bleibt auf meiner Seite, tippe ich jetzt mal. Ja. Was meinst du? Warum nicht? Wir hatten doch letztens darüber gequatscht, dass wir das, dass wir da so einen... Gott, Dirk hat ein Gedicht vorbereitet. Ja. Lieber Klaus aus die Maus, ich sitze bei dir im Haus, auf dem Sofa, das finde ich Knorke, nichts reimt sich auf Sofa, außer Schnorke. Dich dann. Gut, dann habe ich es jetzt ja auch schon durch. Auf, das, auf deinen das große Steuerdokumenten. Steuerdokument, das sind die ganz traurigen, das sind traurige Fragebögen, wo ich durch Deutschland gereist bin. Ich sah hier keine Namen und sonst was. Ah. Was ich, diese, das sind die ganz, ja. Das große Für-Nüsse-Quiz. Litten Sie oder einer Ihrer sexuellen Partner schon einmal unter Jucken im Schritt? Ja, genau. Ja, okay, gut. Das große Für-Nüsse-Quiz habe ich mitgebracht. Ja, ja. Quasi. Niemand kennt sich ja mit Quizshows so gut aus wie Klaus. Ja, beziehungsweise ich habe gestern, das war sehr lustig. 99 Folgen für Nüsse gehört. Nee, aber ein paar angehört. Es war teilweise lustig, teilweise richtig anstrengend, Alter, wenn du das nochmal hörst. Oder teilweise gar nicht mehr im Kopf hast. Also ich würde mal behaupten von den, ich habe mal gesagt 10 Fragen, weil da hatte ich keinen Bock mehr. Ich hatte, glaube ich, gestern zweieinhalb Stunden das gehört. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen drüber quatschen, dann wird das schon echt eine lange Sause werden. Ein paar Fragen kriegst du vielleicht doch hin und ein paar Fragen würde mich echt wundern, wenn du das noch weißt. Ja, okay. Beziehungsweise ihr, ne? Timo, hast dann halt eine Sekunde Zeit. Soll ich einfach mal anfangen rein und mal gucken, was bei dir so passiert? Also für 100 Euro. Ja, also am 7., also wir können ja erstmal sagen, am 7.1.2018, am 7. Januar haben wir angefangen mit dem Quatsch. Ja. Ja. Und welcher ist heute? So. Da war unsere erste Aufnahme. 2017. Was? Nicht 2018? Ja, am 7.1.2018, ja. Habe ich 2017 gesagt? Nee. Nein. Ich hätte gedacht 2017. Nein. Also jedenfalls war ja, das... Ja, stimmt. Ja, ja, klar. Ja, das Jahr hat 56. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wir nähern uns ja dem Ende des Jahres. Ja, schon die erste Frage falsch beantworten. Naja, aber du gibst dein Bestes. Ich merke es ja schon. Wo habe ich denn hier... In wie vielen Folgen hat Klaus am Anfang der Folge gegessen und behauptet, er habe einfach nur nichts gegessen seit langer Zeit? Oh. Sind mindestens 20. Ich habe irgendwie mir schon... Willst du ein zweites Paar Kopfhörer? Was denn? Ja, wenn du hier nebenbei einen Podcast hörst. Nein, das ist gut. Ich habe mir nämlich gedacht, manche Sachen kann ich halt einfach nicht zusammenzählen, da wirst du bescheuert. Ist halt dumm. Irgendwelche lustigen Fragen, wie oft hat blablabla das gemacht und so. Mhm. Da habe ich so nach zwei Folgen gedacht, nee, das machst du nicht. Aber meine erste Frage ist ganz leicht. Wer hat die erste Anmoderation gemacht und was wurde gesagt? Na, die erste Anmoderation, das glaube ich, das, gesehen. Ja, das habe vermutlich ich gemacht, weil ich immer, in 90% aller Fälle. Ja, zwischendurch habe ich mich auch aufgeregt und irgendwann sage ich gar nichts mehr, weil du ja immer den Knopf drückst. Die Sache ist nämlich, was ihr jetzt das erste Mal seht, normalerweise sitzt er auf einer anderen Seite. Wer aber hätte gedacht, dass ich den Knopf drücken muss, um die Aufnahme zu starten? Ich meine, aber er sieht es immer, lässt mich meist auflaufen, irgendwie im Dummscheiß reden und dann flüstert er so rein, wir laufen schon. Oder er fängt an zu reden in einer ganz anderen Art und Weise und dann weiß ich, dass wir schon laufen. Deswegen macht er immer die Anmoderation. Okay. Und was hast du gesagt? Herzlich willkommen zur ersten Folge von Für-Nüsse mit. Wollen wir mal reinhören? Ich habe mit meinem alten VHS-Kassettenrekorder das mal aufgenommen, damit du den Quatsch dann halt auch mitkriegst, den du gesagt hast. Ja. Wo haben wir es denn hier? Das sind Dirk und Klaus,
der Podcast am Morgen. Willkommen. Ja. Wie unangenehm, oder? Ja. Das war unangenehm. Aber also am besten finde ich diesen, auch ein bisschen geil. Diesen leichten Rap-Modus am Anfang. Ich war neulich mit Dortmund auf dem Weihnachtsmarkt. Du hast die ganze Geschichte von früher erzählt, oder? Backapfel. Achso, ich dachte, du hättest unsere großen Anfänge auf dem Weihnachtsmarkt erzählt. Oh, da habe ich heute dran gedacht, weil im BKA, wo wir gespielt haben, ist schon alles voll mit Weihnachtsdeko. Hm. Also halt für Backstage, haben wir eine Kabarettshow. Ja. Und eigentlich war so, nehmen wir uns die Kostüme und kommen Weihnachtskostüme auf, weil das ist halt echt scheiße, wenn du von anderen Shows die Kostüme nimmst. Ja. Und dann dachte ich an unsere Show und dachte, Alter, wir haben 630 Euro. Oder 650? Ich glaube 630. 620? 600? Ich dachte, wir haben 600. Ich wollte gerade sagen, wir haben 600 glatt. Euro. Ja. Wir haben jetzt 600 Euro. 600 Euro. Geil. Stell dir vor, wir hätten es damals in Bitcoin gesteckt. Wir hatten 23 Vorstellungen. Oder hatten wir 24? Ich glaube, wir hatten 24. Echt? Ja, am 24. Dachte, hatten wir noch eine. Ja, das weiß ich auch. Da habe ich dann nämlich, war eine gute Nummer. Mit einer Mitfahrgelegenheit, mit einer kompletten Familie, irgendwie so stationierte US-Bla-Soldat-Familie irgendwie hier in Berlin. Blackwater-Söldner. Die nach Berlin, nach Hannover wollten. Und das war halt echt aufregender Scheiß, weil dann halt nach der Show und dann da rein und dachtest, ja, jetzt wollte ich Ruhe haben und hast dann halt so ein bisschen amerikanische Weihnachten im Auto mit hier, wir essen die ganze Zeit und singen und sowas. Und das, Alter. Ich glaube, ich habe sogar noch gearbeitet an dem Abend in der Glühlampe. Die war auf Heiligabend? Ja, das war ach, stimmt, Danny hat doch gesagt von wegen... Niemand macht eine Deutschrock-Party am Heiligabend. Wir hören die Ärzte und die Onkels. Frage 2. Wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment. Wie hieß denn überhaupt die erste Folge? Weißt du das noch? Wie die hieß? Ja. Ich weiß, dass wir Austin Powers diskutiert haben. Austin Powers lustig oder nicht. Aber, ja, genau. Ist Austin Powers lustig, ja. Ah, ist mir... Die zweite hieß nämlich, welche animierte 80er-Jahre-Kinderserie ist die beste? Hm. Nee, so hieß die dritte Folge. Und die zweite war meiner Ansicht nach die Stirb langsam 2-Folge. Ja, stimmt. Was hat Colonel Guantanamo. Genau, was hat Colonel bla bla bla, weil der hat irgendeinen Scheiß gemacht. Genau, warum musste er nackt vor dem Fernseher seine... Wie gesagt, ich glaube, das habe ich damals auch schon gesagt, wahrscheinlich so eine Anspielung auf Apocalypse Now, wo Martin Sheen... Aber das ist jetzt gar nicht meine Frage. Meine Frage ist ja, was meinst du denn, was war damals in der dritten Folge unsere Lösung, unsere Antwort? Welche animierte 80er-Jahre-Kinderserie ist die beste? Haben wir uns auf irgendwas geeinigt? Also ich werde bei Saber Rider geblieben sein. Ich vermute mal, du bist auf sowas wie den Turtles gelandet. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Wir hatten eine gemeinsame Antwort. He-Man war es, glaube ich, nicht. Da war ich vehement dagegen. Was gibt es denn noch für 80er Jahre? Vielleicht hast du die Antwort ja schon gesagt. Turtles könnte es sein, ne? Ist es Saber Rider? Haben wir uns auf Saber Rider soll ich mal die Antwort geben? Ja. Höre er genau hin. Also, liebe Zuhörer, was ist denn jetzt die beste? Ist es Turtles, ne? Oder wir sagen, es ist Turtles. Ist es Turtles? Ach, ist geklärt. Das ist das erste Mal, dass wir eine Antwort haben. Wundervoll, oder? Es gibt total die krasse Geschichte zu den Turtles, zur Entstehung von den beiden Typen, die das gemacht haben. 1984. Die Serie, oder? Ja, genau, weil ich in der Dings gefragt habe, von der 90er-Serie. Meinst du, nee, ich glaube, es waren noch 80er. Und da habe ich nachgeschaut, dachte ich, Alter, echt, 84? Die Comics sind noch ein bisschen älter. Die Comics sind ja früher in Schwarz-Weiß gezeichnet worden. Und diese ganze, die Turtles-Serie hat halt ganz viel komisches Zeug hinzugefügt. Wie zum Beispiel die farbigen Bandanas. Eigentlich hatten sie halt alle rote Bandanas. Haben die jetzt nicht, hatten die irgendwann andere Farben, oder? Nee, nur rot, alle rot. Ja, ja. Ja. Das war in den Comicbüchern, als sie dann koloriert wurden, hatten sie alle rote Bandanas. Ja. Und jetzt hat halt jeder seit der Serie hat halt jeder seine eigene. Echt? Ja. Okay. Naja, blau, lila, orange und rot. Ich gehe auf den Schirm. Okay. One is cool but rude, the other is a party dude. Jetzt kommt eine schwierige Frage. Mhm. Und zwar aus Folge... So, die anderen konnte ich ja leicht beantworten. Naja, ich würde sagen, 1 und 2 hast du beantwortet.
Naja. Ja, du wusstest ja, auf jeden Fall noch, was du gesagt hast und ungefähr was. Du bist ja auch wie Matthias Obdenhövel, die Mutter Teresa der Quizshow. Wer sich daran noch erinnert, hast du Töne? Ja, das stimmt. Gute Show. Ja, das war auf Vox, ne, glaube ich. Ja, Vox im Vorabendprogramm, da habe ich mich echt immer drauf gefreut. Ja, war echt, da waren wir wahrscheinlich sehr, beide sehr zwei traurige Gesellen. Nee, ich glaube, ich habe sehr viel Fernsehen geguckt, ich habe da alles gesehen. Aber ich meine, das ist Jörg schon... Jörg Dreher, weitergesäppt auf Vox, alles. Ja, aber das war eine gute, das war wirklich eine gute, hätte aber sonst das keiner wirklich, gesehen außer uns, glaube ich. Ich hatte aber auch nicht dieses Musikwissen. Ich fand es total fasziniert, was das für, also er auch mitgebracht hat. Ja, aber auch gutes Prinzip auch. Ja. Es gibt die, das war so ein bisschen Trouble Pursuit für der Musik. Der Text ist übersetzt, ja. Aber das ist halt sehr spartig. Also das kriegst du jetzt auf Vox Musik 2 hin oder so. Apropos Trivial Pursuit, ich habe in dem Sketch-Podcast, den ich höre, To the Think Tank, da haben sie einen Sketch entwickelt, wo es um Non-Trivial Pursuit geht. Es ist wie Trivial Pursuit, aber du musst halt Sachen lösen, die nicht schon gelöst sind und Sachen beantworten, die nicht, du musst dann die Hubble-Konstante ausrechnen oder den Jack the Ripper-Mord aufklären, um dein Tortenstück zu bekommen. Oder Pi weiter, ja, weitere Nummern zufügen. Du kommst dann nach Jahren wieder zusammen und guckst, wie du weitergekommen bist mit diesem Wissen. Und du kriegst das Tortenstück aber nur, wenn du auf dem richtigen Feld landest, über Trivial Pursuit, ansonsten darfst du nochmal würfeln. Das sind Spiel, nicht Spiel des Lebens, sondern Spiel fürs Leben. Es ist auch, das hasse ich bei Trivial Pursuit auch, dass du nur auf dem richtigen Feld das Tortenstück kriegst. Das ist zum Kotzen. Das zieht das Spiel unnötig in die Länge. Sind das neue Kopfhörer? Meine? Ja. Ich kenne jetzt diesen Teppich-Style. Ich habe die außen. Irgendwann mal geholt. Also ich habe die schon eine Weile. Ja. Ach so. Ja, Lidl hat ja auch gerade wieder welche. Ah, okay. Ich glaube, ich habe auch schon überlegt, ob ich mir die hole, weil die haben keinen. Sonst hatten die bei Lidl immer einen Ausgang. Ja. An den Kopfhörern, was ganz gut ist, um die in Reihe zu schalten. Krasser Scheiß. Ne? Was ich ein bisschen eklig finde, also weil ich halt eigentlich am meisten, wenn ich was höre, beim Sport höre, sind große Kopfhörer, also Bluetooth, richtige Kopfhörer und dann halt beim Sport, weil ich denke, die Dinger sind ja auch warm, also jedenfalls bei mir ist immer ziemlich warm. Ich habe auch In-Ears für unterwegs. Ich finde die auch unterwegs nicht geil, gerade im Winter, weil du keine Mütze drüber ziehen kannst. Ja, beziehungsweise also, siehst du ja mal die lustigen Typen mit Mütze und dann die Dinger drauf. Ich denke, das Prinzip ist jetzt ein bisschen verfehlt. Naja, die Ohrmuschel soll ja rein und dann wird's geil und nicht von wegen Haare, Mütze und dann das Ding drüber. Ja, es ist alles. Aber ich höre doch was. Ja. Alles ein bisschen. Die sind für zu Hause halt, wenn du zu Hause bist, also einfach am Rechner. Wenn du ein bisschen Händel hörst. Eben. Nee, aber ansonsten In-Ears. Ich habe auch noch irgendwo meine alten Bluetooth. Ich hatte ja noch so Bluetooth In-Ears. Ja, die habe ich auch. Ich hatte ein Paar, das ich irgendwo verloren hatte. Haben die noch ein Kabel oder gar nicht? Ja. Okay, meine haben gar kein Kabel. Und, wie ist das? Das ist irgendwie sehr geil, aber du wirst sehr nervös, wenn du merkst, es ist kurz vorm Rausploppen. Weil du merkst dann von wegen, dann sind die weg. Also im Zug sind die mir zweimal auf den Boden gefallen und dann bist du ein bisschen wie so jemand, der seine Brille sucht. Und dann bist du halt so am Rumtasten und dann gleich mit Lupe und sowas, weil also die machen ja auch kein Signal, hier bin ich, sondern wenn die weg sind, sind die weg. Hast du dann halt so normale oder halt so super teure Beats by Dre oder sowas? Nee, ich glaube, meine waren reduziert und haben dann 40 gekostet oder so. Ja. Und was ich mir geholt habe, weil die normalen haben halt diese komischen Gumminüpsel hier so. Und die müssen bei In-Ear-Dinger, müssen die halt richtig, also beim Sport müssen sie richtig gut passen. Und jetzt habe ich mir so Foamer geholt. Mhm. Also die heißen glaube ich auch Foamer, die Firma. Aber gibt es tausend andere auch. Aber generell halt, dass die so quasi funktionieren wie so, wie heißen die Schlaf? Abguss. Nee, also Oropax. Ja, genau, quasi dieses Prinzip. Und dann kannst du die auch ein bisschen andrehen und dann rein und merkst richtig. Okay. Das ist halt echt krass. Da musst du ein bisschen mit der Musik aufpassen, weil die sind richtig Musik. Und Also wenn du halt jetzt normalerweise welche kaufst, dann gibt es hier auch mit mehreren Gummiaufsätzen, dass du halt immer den passenden für dein Ohr finden kannst. Ja, die haben halt auch drei verschiedene, aber die haben halt alle diese wabelige, weiche. Ja, okay. Und ich habe halt so gemerkt, dass ich beim Sport, ich meine, jeder Gehörgang ist auch anders und dann habe ich irgendwie geguckt, was so ein bisschen geil ist und hieß es von wegen, dass die Foam-Dinger halt einfach krasser sind, weil die sich halt einfach sich komplett ablegen und die Gummidinger, die klemmen sich halt so ein bisschen rein. Und ja. Also ist aber auch, muss ich aber auch sagen, ich habe es mir geholt, weil ich echt tatsächlich beim Sport irgendwie einen verloren habe. Ich habe den so rausgeholt und dann ist dabei halt irgendwie der Nupsi abgefallen und dann war der hinter irgendeiner Maschine und dann ich kenne es auch. Irgendwann findest du dann so ein Gummiding bei dir in der Tasche. Und genau, und dann hatte ich halt den mittleren oder den kleinen draufgesetzt und ich hatte sonst vorher die großen und das war es dann. Also dann habe ich immer alle zwei Minuten immer so gemacht und das ist dann ein bisschen spaßig. Ja, spannende Geschichte, aber jetzt, wir kommen hier nicht weiter. Folge 5, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Hast du es jetzt zu allen 100 Folgen? Nein, ich bin gesprungen. Es wirkt nicht so gerade. Und da ist meine Frage, auch wieder an dich, Klaus. Ja. Was ist das typische Akte X-Prinzip? Das beschreibst du da ganz kurz.
Monster der Woche. Scully, das Monster steht direkt hinter Scully wie im Kasperle-Theater. Mulder sagt, da, Aliens. Scully dreht sich um und die Aliens sind weg. Boah, bist du gut, ey. So, ne? Ja. Du bist echt krasse. Das sind, glaube ich, fast seine Worte gewesen. Antwort Nummer 3, wir hören mal rein. Und halt natürlich auch so wie dieses typische Akt-X-Prinzip von Mulder. Sag mal, da, Aliens, Monster. Und kaum dreht Scully sich um, ist alles weg. Und halt natürlich auch so wie dieses... Das ist gruselig. Ja. Das sind fast 1:1 deine Worte. Was ist in deinem Hirn kaputt? Ja. Ich dachte jetzt, okay, du machst mal ein paar Sachen, die sind absurd. Es gibt mehrere Neuropsychologen, die das gerne untersuchen würden. Ich werde dann wie Ellie aus Last of Us auseinandergeschnitten. Oh, wie so ganz fein Ciabatta wird da geschnitten. Ciabatta? Prosciutto? Prosciutto, ja, den Schinken. Ja. Wie ganz feines Ciabatta, so hauchdünne Scheiben Brot, dass du durchsehen kannst. Oh ja. Mein Gott, ich gehe gleich weiter. Guck mal, ich springe von Folge 5 auf Folge 8. Folge 8, was, weißt du noch, was Folge 8 war? Nein, ich sag's dir mal. Was waren das für ein registerartiges Wissen? Weißt du noch, was Folge 8 war? Nee. Was waren deine ersten Porno-Erfahrungen? Ja. Und da ist meine Frage, was waren Klaus' erste Sexfilm-Erfahrungen? Na okay, das weiß er wahrscheinlich. Vor oder hinter der Kamera? Na, was du halt vor dem Mikro gesagt hast. Also. Oh, wahrscheinlich war es Tutti Frutti auf VHS. Also ich spreche schon von Sexfilmen und keine Sexy-Show. Dann hätte ich Show. Gesagt, wie hieß Emanuel? Hören wir mal rein. Dir das alle, also sagen wir mal, ich erinnere mich an so Sachen wie Emanuel und sowas. Emanuel und Emanuel-hafte Filme. Ja. Okay. Die auch eine Vorreiterin der Bond-Filme. Dir das alle, also. Was heißt denn hier auch Vorreiter der Bond-Filme? Das musst du mir erklären. Das ist eine gute Frage. Aber es ist auch wieder erschreckend, dass du es auch schon wieder, ich meine, okay, das ist. Ja. Aber dass du, also zum Glück hast du jetzt nicht gesagt. Finger von Emanuel. Dass du jetzt auch nicht gesagt hast, Emanuel Reske-Filme, weil dann hätte ich echt ein bisschen Angst gekriegt. Aber aber dass du dann gesagt hast, von denen, das waren die Vorreiter von den Bond-Filmen, das Weiß ich nicht, wie ging das Sample weiter? Ich habe dann gesabbelt. Deswegen habe ich es dann geschnitten. Die Vorreiter der Bond? Ich dachte, du könntest jetzt noch was dazu sagen. Das Geile ist, ich dachte, so ein Teenager sieht das zum ersten Mal und fängt an zu schubbern, aber du hast wahrscheinlich Notizen gemacht. Hier sehe ich Parallelen zum Moonraker und hier ist zum Beispiel He's the man with the golden cock. Okay, soll ich mal weitermachen? Nee. Haben wir eine Wahl? Folge 12. Ja. Was ist die beste Messenger-App? Und zwar ist meine Frage aus dieser Folge, ja. Als welches Problem bezeichnet Klaus die Bitte Dirks, ihm erneut Stochastik zu erklären? Das habe ich ja des Öfteren gefragt. Ich vermute, es geht um das Ziegenproblem. Jetzt hör mir auf! Willst du es einmal erklären? Ich kann es nicht erklären. Das kann doch nicht sein. Ich dachte, ich spiel's mal ein und dann können wir drüber... Das kann nicht sein. Ich spiel's mal kurz an. Gott. Wo haben wir es denn? Hier. Zuerst sind wir hinter Tor 1, Tor 2 oder Tor 3. Oh, du kannst mir Stochastik wieder erklären. Ich weiß keine Lust auf das Ziegenproblem. Das kann man für eine andere Folge aufbewahren. Aber wenn das erste Tor weg ist und es war nicht das, was ich gewählt habe, richtig. Dann habe ich eine 66,6%ige Chance, wenn du wechselst. Wenn du wechselst. Hast du gemerkt? Ich habe schon so ein Teilwissen mitgebracht, dass ich das wusste, dass es 66,6%... Teilwissen, du hast ja ein bisschen was gemerkt von dem, was ich gesagt habe, aber auch außer Kontext. Was ist denn das? Das ist doch ein Teilwissen. Okay. Okay, dann wir erklären das Ziegenproblem. Wieso hast du das Ziegenproblem genannt? Es hat doch gar nichts. Weil das heißt, mathematisch heißt es das Ziegenproblem. Weil das von amerikanischen. Ach so, okay, dann habe ich ja eine amerikanische Frage gestellt. Das ist von einer amerikanischen Mathematikerin. Die hat das in einem Magazin. Wie ist sie denn? Beantwortet, das weiß ich nicht mehr. Das ist so ein beliebtes Stochastik-Ding, was Lehrer halt gerne mitbringen. Die hat das in einem Magazin beantwortet. Weil Leute gefragt haben. Sie haben die Show gesehen, der Preis ist heiß. Ich weiß gar nicht, was das im Englischen ist. Geh aufs Ganze haben wir doch damals immer gemacht. Stimmt, geh aufs Ganze. Träger. Deal or no deal heißt das im Englischen. Das gab es aber auch im Fernsehen, deal das war mit no den Koffern. Dann, der amerikanische Titel ist Deal or no deal. Ja, aber es ist wahrscheinlich das gleiche Prinzip. Geh aufs Ganze, ja. Ja, plus also, nicht 3, sondern 30 am Anfang. Ja, genau, das ist halt... das, ich meine, das hat Jörg Dreger ja auch immer gemacht, hat auch versucht, den Leuten was also Deal or no deal. Es waren ja nicht nur 3, sondern dann gab es noch einen Umschlag, dann gab es noch einen Koffer. Genau, okay. Kiste. Tor 1 und der Umschlag. Ja.
So, und da hatten sie statt des Zongs eine Ziege dahinter. Deswegen als Trostpreis, deswegen das Ziegen. Es gab eine echte Ziege? Ich weiß nicht, ob es eine echte Ziege war oder auch eine Stoffziege, aber so. Aber wir nehmen es nochmal als Zong, okay? Das ist das Zong-Problem. So, also, du hast 3 Tore. Mhm. Hinter 2 ist ein Zong, hinter dem 3. Tor ist ein Tiny House. Es war doch immer nur ein Hauptpreis, ein kleiner Preis genau. Und ein Zong. Es war ja nicht immer 2 Zong. Wir nehmen den kleinen Preis jetzt mal als Zong. Okay. Okay. Weil du willst nicht den VW Dieselator-Roller haben. Ja, das stimmt. Der 8 Liter Diesel auf 100 Meter verbraucht. Ja, ich will aber auch keinen Zong. Nee, E-Scooter zum Beispiel wäre auch ein blöder Preis. Ja, genau. Der wird jetzt immer gerne verschenkt in irgendwelchen Shows. Ja, sicher. Der kostet ja auch nichts für die Shows. Das ist ja wirklich ein Wegwerfgerät dann. Ja. Der ist ja ein Tretroller. Auf jeden Fall, ne? Ja, sagen wir, es ist ein E-Scooter. Ja, oh Gott. Der 2 Tage hält. 28 Tage. Also du hast 2 Preise, die du nicht willst. Wir sagen jetzt einfach mal vereinfacht 2 Zongs und einen Preis, den du haben möchtest. So, Tor 1, Tor 2 und Tor 3. Wie hoch ist deine Wahrscheinlichkeit, dass du richtig liegst mit dem, was du rätst? Am Anfang? Ja. Ich habe doch auf alle 33,3%, genau. Oder nicht? Also erstmal frei. Also beziehungsweise 33,3%, das ist meine Chance. Genau. Periode 3. Genau, also ein Drittel Chance, dass du richtig liegst. Genau. 2 Drittel Chance, dass du falsch liegst. Das ist richtig. Also 66,6, dass ich ins Klo greife. Genau. Welches Tor nimmst du? Sag jetzt einfach 2. Tor 2, okay. Sag ich Dirk. Immer die 2 nehmen. Dirk. Dann machst du doch erstmal eine falsche Tür auf, genau. Oder nicht? Genau. Ich mache jetzt eine falsche Tür auf. Ich mache jetzt Tor 1 auf, hinter Tor 1 ist der Zong. Und die Basis des Ganzen ist immer noch gleich, dass ich ursprünglich 33 hatte, genau. Zu treffen und 66, dass ich verscheiße. Genau, ich erkläre es jetzt, genau. Und die Chance, dass ich jetzt verscheiße, ist geringer geworden, weil eine weggegangen ist. Wenn du wechselst. Also ich erkläre es dir, es gibt 3, ich erkläre es mir anhand von 3 Szenarios, okay? Szenario 1. Heißt nicht Szenarien? Szenarien? Ja. Wie auch immer. Ich hätte Szenarios gesagt, aber Szenario 1. Du mit dem ersten Super-Szenario. Hinter Tor 2 ist das Tiny House. Dann bin ich ja super richtig. Weißt du ja immer nicht. Ich mach Tor 1 oder Tor 3 auf. Du wechselst und hast das Falsche. Das ist ehrlich. So. Szenario 2. Hinter Tor 2 ist der E-Scooter. Ich mach das Tor mit dem Zong auf. Du wechselst und hast das Richtige. Yay. Szenario 3. Hinter Tor 2 ist der Zong. Ich mach das Tor mit dem E-Scooter auf. Du wechselst und du liegst richtig. Also zweimal yay. Genau. Wenn einmal nay. Genau. Also ist die Chance doppelt so hoch, dass du mit einem Wechsel gewinnst. Das Problem daran ist, dass der Moderator nur das falsche Tor öffnen kann. Und die Sache ist, wenn ich es mir hochrechne, wenn ich mir alle Möglichkeiten danach dann durchrechne, habe ich halt mehr positive als negative Möglichkeiten. Und zwar eine doppelt so hohe Chance. Ja, also da ganz klar bei 3 Sachen doppelt so hoch. Ja. Und daher... Wie gesagt, es nur besser für mich werden. Ist es zwar immer noch eine Chance, dass ich verkacke, aber die ist geringer, als dass ich gewinne. Und das liegt halt daran, dass der Moderator halt nicht, der kann ja nicht zufällig ein Tor aufmachen, sondern er muss das Falsche aufmachen. Ja. Und dadurch... Also ist es eigentlich immer egal, wie viele Türen am Anfang sind, immer durch Bewegung habe ich mehr Chance. Also es ist in diesem Spezialfall mit 3 Toren, aber ich meine, bei 4 zum Beispiel, wenn ich jetzt 25% am Anfang hätte. Ja, dann wird es halt nochmal komplizierter. Das dumm. Es wird halt dann komplizierter, weil du halt dann immer noch 2 Tore hast, zwischen denen du wechseln kannst. Also das mit 3 Toren, das ist halt einfach eine super einfache Rechnung. Okay. Das ist halt einfach Ich glaube, das war hilfreich, dass du die einzelnen Szenarien durchgepimmelt hast, weil es gibt ja keine andere Möglichkeit, außer... Ja, du liegst falsch am Anfang oder du liegst richtig am Anfang. Genau. Ja, und da die Chance, dass du richtig liegst, halb so groß ist wie die, dass du am Anfang falsch liegst mit deinem ersten Raten, ist die Chance entsprechend doppelt so hoch, dass du mit einem Wechsel richtig liegst. Ja, aber es gibt verschiedene Arten und Weisen, das zu erklären. Wir hatten das einfach auch als Hausaufgabe mitbekommen. Ja. Aber so wie viele Sachen in der Stochastik ist es ein bisschen, es wirkt ein wenig counterintuitive. Also counterintuitive? Es ist halt, nicht das Gegenteil von intuitiv. Also du Menschen sind halt schlechteren Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen, weil wir halt
Wir sind halt genetisch darauf programmiert, andere Sachen zu sehen. Und du siehst, also das du heißt siehst mehr halt, so ein Gefühlsscheiß immer zu machen. Ja, genau. Du siehst dann halt am Ende, ja, die Chance ist 50-50, weil ich zwei Tore habe. Ob genau. Ich wechsle oder nicht, ist egal. Und du redest dir dann eher ein. Aber ich hatte so ein gutes Gefühl bei Tor 2. Beziehungsweise das Gefühl, was man ursprünglich hat, wird ja sofort bestätigt, wenn er was Falsches aufmacht. Wenn du sagst, ja. Ich glaube, das ist es. Und macht da. Das ist es nicht. Das war schon mal eine gute Wahl. Und denkst, ich bleib dabei. Also es gibt ja wenig Gründe, emotional gesehen, wenn er was aufmacht, das falsch ist und du hast das daneben, zu sagen, ich gehe weg. Ja. Also außer du sagst, das ist mir zu dicht dran gewesen oder so. Also du bist auf, er macht eins auf, du bist auf zwei und sagst, ich gehe zu drei oder irgend so. Aber das ist halt dann, da muss er schon eigenwillig ticken. Okay, krass. Naja, ich habe mich gerade gefragt, ob dann halt auch die großen Blackjack-Kartenspiel-Meisterinnen und Meister, ob das halt auch Mörder, so Stochastiktypen sind, weil die sagen von wegen, ich lese halt immer die ausgelegten Blätter und zähle die halt durch, weil ich weiß, was ein Kartenspiel hat. Und dann rechne ich runter, wie Chancen da und da sind. Blackjack, ja, du musst aber bei Blackjack extrem schnell sein. Mit dem Rechnen. Weil ich glaube, sie spielen immer gleichzeitig mit 4 Kartenspielen. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, es sind 4 und es sind dann halt 208 Karten. Okay. Und das wird halt schwierig und du kannst es theoretisch auch aus dem Kopf ausrechnen. Es wird dann halt einfach super problematisch, einen Überblick zu behalten. Leute, die gut sind, die können die Karten in so Cluster zuordnen und dann halt so grob die Wahrscheinlichkeit einschätzen. Ja. Es reicht aber bei so Spielen, bei Glücksspielen, wenn du die Wahrscheinlichkeit ein bisschen in deine Richtung schieben kannst. Okay. Also es gibt so einen Fall, wo Mathematiker und Physiker im Casino mit einer Kamera aufgenommen haben, an welche Stelle der Croupier den Ball am Roulette-Rad wirft. Und die konnten dann anhand dessen auswerten, wo der Ball wahrscheinlicher landen wird. Aber ist es nicht immer die gleiche Stelle oder muss er nicht immer an der gleichen Stelle? Nein, der fängt ja an, das Rad zu drehen und dann wirft er den Ball. Ja. Und die Kamera nimmt auf, wo er am Rad anfängt zu drehen. Wo der Ball das erste Mal aufs Rad stößt, was sich dreht. Und da dadurch kannst du ungefähr einschätzen, wo der Ball landet. Oh. Ungefähr. Krass. Das Problem ist aber, beim Roulette ist deine Wahrscheinlichkeit nicht so schlicht, fast 50-50 zu gewinnen. Echt? Zu hoch? Fast. Okay. Es ist halt die Bank, also. Weil wenn du ungefähr die Richtung, dann gibt es ja halt auch auf den Feldern, dass du halt, weiß nicht, von 1 bis 17 oder sowas anwählst. Genau. So. Also genau. Ja, genau. Was dir dann halt nichts bringt, du musst dann halt ein Streufeld, musst dann halt wissen, okay, da sind halt 17, 3 und 9 nebeneinander. Mhm. Und dann gehst du auf 17, 3 und 9. Die sind ja nicht in der Reihe. Ja. Genau. Okay. Und da beim Roulette deine Chance auf mit einer Zahl alles wieder zu, also dass dein, wie sind das, ich weiß nicht, ich glaube 1 zu 48, das sind 48 Zahlen. Und wenn du auf eine Zahl setzt, bekommst du halt den 48-fachen Gewinn. Mhm. Es sind aber 49 Felder auf dem Rad, beziehungsweise beim amerikanischen 50. Ich glaube, es sind gar nicht 48. Aber es sind ein Feld mehr und deswegen gewinnt die Bank. Okay, also du hast halt, genau, du hast halt bei Rot und Schwarz kannst du halt einfach sehen, du bekommst halt das Doppelte und es sind halt genauso viele Rote wie Schwarze auf dem Feld, aber weil ein Feld mehr drauf ist, ist die Chance ganz leicht in Richtung der Bank verschoben. Mhm. Mit einem Spiel ist es egal, aber wenn das Rad halt sich am Tag 1000 Mal dreht, dann ist dieses eine 48. Chance, was die Bank mehr hat, ist das halt wichtig. Okay. Und das ist halt das und der Rest sind halt psychologische Tricks, um die Leute zum Spielen zu bewegen. Aber weil die Chance halt so knapp vor fair ist, reicht es halt, wenn du es um 1% in deine Richtung schiebst. Weil dann ist deine Chance höher als die der Bank. Hm. Aber natürlich darfst du es nicht, das gesehen, du schmeißt dich einfach raus. Spannende Geschichte. Ne? Aufwachen! So. Ich gebe mal hier keinen Tipp, weil ich glaube, du weißt es ja eh. Jetzt bin ich gespannt. Frage 6. Muss ja nur kurz mal in seine Erinnerung forschen. Wo wird das sogenannte Arschlochkind getroffen? Das ist auf dem Bolzplatz hier. Das war, was ist Humor? Das weiß ich noch genau. Das war ein Kind, was mich irgendwie angeblufft hat. Das ist unser Platz, wir spielen hier. Und ich dachte schon so, alter Falter, ey. Als ich ihm seinen Ball zurückgegeben habe, mit einem Pass, und ich dachte so, ey, meine Fresse. Das ist unglaublich. Und dann hat ein anderes Kind, der so 11 Jahre oder so war, mit einem Freistoß dieses Arschlochkind direkt am Kopf getroffen. Und ich glaube, ich habe es auch so beschrieben, es war wie ein Headshot bei Counter-Strike. Aber wir hören mal rein.
bisschen aufs Tor und dieses Arschlochkind stellt sich neben dem Pfosten und eines der älteren Kinder, der wird vielleicht so 11 gewesen sein, zieht voll ab, trifft den an der Schläfe und der fällt um, als ob der bei Counter-Strike einen Sniper-Headshot bekommen hat, bricht heulend zusammen und rennt vom Platz. Karma is a bitch, baby. Das ist erschreckend. Ich war so gehässig damals. Okay, machen wir mal weiter. Wir kommen jetzt im Oh, dass du auf Anhieb da so rein, dass du die ganze Scheiße noch weißt, ey. Ja, schreibe ich deinen Tipp. Er fragt, was Arschloch Keno, weil sicher ist er schon 1000 Jahre her. Und fängt auch noch an, den Vergleich zu nennen. Frage 7. Welchen Anfang der Zurück in die Zukunft-Teile findet Dirk am kräftigsten? Welchen Anfang? Anfang? Mhm. Ich habe gesagt, wahrscheinlich 2, aber... Also ich erkläre auch, warum ich den am kräftigsten finde. Kann man sich ja erklären, was ist in welchem Anfang, was passiert in welchem Anfang, warum ist das am... Ist wahrscheinlich schwerer jetzt, weil du das nicht gesagt hast, sondern ich habe das gesagt. Ja. Also ich weiß ja, dass 2 dir halt auch so am Herzen liegt. Ich würde auch sagen 2 bei dir, weil bei mir wäre es auf jeden Fall 1. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr da so auf einer Wellenlänge seid. Du sagst bei mir 2. Ja. Und bei dir ist es 1. Soll ich in die Antwort mal reingehen? Haben wir schon gesagt, welchen wir am besten finden? Haben wir das am Mikro gesagt? Ich glaube, ich habe gesagt, dass ich mich auf den ersten einschießen würde, aber dass den Anfang vom dritten halt einfach am kräftigsten finde. Also, zweiten ist es halt, klar, da ist irgendwas mit den Kindern, man weiß mir nicht genau was, aber ich finde, das ist halt so eine perverse Not zu wissen, der beste Freund hängt in der Zeit fest. So. Also. Okay, ja. Ich habe den dritten hätte ich so ausgeklammert, weil das der schwächste Film ist. Ja. Ich hatte auch, als ich die angeguckt habe, habe ich gedacht von wegen, ich habe gesagt, der zweite ist der beste. Und da war ich total irritiert, als ich gehört habe am Ende von wegen, ich glaube, ich würde den ersten als besten nehmen, obwohl das ja auch nur der Teil ist, wo 2 Zeiten bereist werden und die anderen beiden werden ja, glaube ich, immer 3 bereist. Auf jeden Fall im zweiten ist es ja das 55, 85, 2015. 2015, ja. Und das andere ist ja irgendwie 18, 85, 19, 85 und nochmal. 19, 55, das ist ja am Anfang. Ja. Deswegen. Ja. Aber ich fand die Not, was ich da beschreibe, also warum, dass der Freund in der Zeit, weil er auch dann sagt von wegen, folgt mir nicht unter keinen Umständen, reise mir zurück. Und dann ist ja irgendwie plötzlich klar, nach einer Woche stirbt er wegen, weiß nicht, $30 zurück in Rücken. 30 Cent, glaube ich nur. Ja. Irgendwann, oder irgendwie so ganz oder wenig. $3, In den Rücken geschossen und dann hat er irgendwie das Tier, den Gaul da abgeknallt. Ja, da bin ich ja froh, dass du das nicht wusstest, ey. Wow. Das weißt du bestimmt wieder. Also, Frage 8. Wie verändert Phönüsse die Welt? Soll ich den Tipp sofort sagen oder weißt du es jetzt schon? Phönüsse verändert die Welt. Kannst du mal die Folge sagen? Ich will mal grob wissen. Die Folge ist Folge 29. Was sind deine besten Casting- und oder Set-Geschichten? Aber der Tipp bezieht sich auf eine andere Folge. Wenn ich den Tipp sage, dann weiß es hundertprozentig. Verändert Phönüsse die Welt? Ich weiß es nicht mehr. Gar nicht. Also wenn ich den Tipp sage, dann weißt du es. Definitiv. Soll ich sagen? Wir nehmen ein standardisiertes Castingband. Ist es das? Nee. Keine Ahnung. Tipp, du hast am Anfang gesagt, Nachtrag zur Jeff Goldblum-Folge. Nachtrag zu Jeff Goldblum, weiß ich nicht. Und du hast gesagt, dass es Phönüsse die Welt verändert. Jeff Goldblum hat eine eigene Serie, aber ich glaube, das war da noch nicht bekannt. Nee. Ach was, krass. Also nach dem Ganzen hätte ich jetzt gedacht, du sagst jetzt auch wieder, ach ja, das war da noch. Okay, dann hören wir da mal rein. Oh, ich hab ein Update von einer alten Folge von uns. Echt? Ja. Hör auf. Weil man sagt ja, aber unser Podcast verändert die Welt nicht. Aber neben der Tower Bridge in London ist eine Skulptur von Jeff Goldblum aufgetaucht. Eine mehrere Meter große Skulptur, in der wie in Jurassic Park mit schwarzem offenem Hemd. Was heißt aufgetaucht? Na, ich nehme an, dass wir dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, es hat jemand aufgestellt. Nö, weiß ich nicht. Womöglich. Also Jeff Goldblum hat es schon kommentiert auf Instagram mit 10 von 10 Goldblumen. Interessant. Ich erinnere mich weder daran, das je gesagt zu haben,
Jetzt ist, kommen halt so vage Erinnerungen. Aber kommt jetzt die Erinnerung hoch, dass du das vage, irgendwo gelesen hast? Dass ich es auf Instagram gesehen habe, ja. Ich meine, bei offensichtlich ja. Instagram. Aber das ist halt ganz geil, weil wir eigentlich, irgendwann hat sich das eingeschossen, so ich weiß nicht, ab Folge 50 oder sowas, dass wir super viel Privatquatsch nur quatschen. Ja. Und wenn du dann so durch die Folgen skippst, dann erfährst du halt einfach, wie dein Leben war. Also erfährst dich von mir, oh spannend, so nix. Ach, da war traurig. Klaus krank, ja. Da ist er umgeknickt beim Fußball, da ist das passiert. Das passiert in jeder zweiten Folge. Ja. Das ist auch so ein Fünnisse-Bingo-Ding. Du denkst an, mit, du humpelst. Ich gehe mal weiter, Frage 9. Was macht, das weißt du mit Sicherheit, ich wusste gar nicht mehr, wer es ist, was macht Hannes, wenn der Laden brennt? Die Lampe natürlich. Dreht sich, ja, Hannes dreht sich um und poliert die Gläser. Also jeder, das war Isas erste Schicht, was ich jetzt wahrscheinlich einfach auch nochmal wiedergebe. Ich kam zur Spätschicht an und Isas erste Schicht, die Arme, wurde von Hannes eingearbeitet, der damals Freund von Chantal war. Und der drei, vier Reihen von Leuten, die am Tresen bestellen wollten, und Hannes mit dem Rücken zu ihnen und poliert in aller Seelenruhe die Gläser und stellt sie wieder aufs Regal. Meine Güte, was für ein Spaten. Was der wohl heute macht. Ich schätze mal, wahrscheinlich was Ähnliches, bei VW, ne? Arbeiten. Ja, irgendwie im Vorstand, irgendwas ist da jetzt. Hast du sie eingearbeitet? Nein, Hannes hat sie eingearbeitet. Hannes war ein Ex-Freund von Chantal. Und da kam ich. Wie so ein alter Mann, der immer die gleichen Sachen sagt. Der Laden brannte. Ja. Also wirklich, es war ein Schritt davon entfernt, dass der Laden wirklich in Flammen stand. Es standen 50 Leute vorm Tresen. Isa, die ihre erste Schicht gemacht hat, die vorher nur einmal Einarbeiten unter der Woche hatte, wo man halt lernt, wo alles steht. So ein Ruhepuls von 170. Ärger. Es ist dann die ganze Zeit hergestellt her. Und Hannes, der sie eigentlich einarbeiten sollte, steht hinten mit dem Rücken zu den Gästen und poliert die Whiskygläser. Das hat er gerne gemacht, um zu zeigen, ich habe keine Lust. Ja, aber auch vor allem, also er hat auch keine Übersicht, das war das, was den Leuten noch fehlt, eine Übersicht zu haben, wer als nächstes dran ist und wie man das koordinieren muss und dass man vielleicht nicht in der Schicht, wenn man die Gläser eh braucht, die eigentlich nur zum Abtropfen auf dem Gitter stehen, ja. Gläser. Das ist die Eingabe. Wahnsinn. So, gute Zeiten für 2,20 Euro die Stunde. Oder wie, naja, beziehungsweise, was war, also mein Bestes war, glaube ich, 4 Euro plus Umsatzbeteiligung. Ja, das war. Von 4% oder so. Ja, außer es war guter Umsatz, dann fiel die Umsatzbeteiligung weg. Ja, genau. Ja, ich hatte aber den Mittwoch, das heißt, ich hatte der Ronny und die Pocher oder wie das heißt. Ja. Und da hatte ich dann immer, die hatten ja ihre Gratisgetränke und ich hatte dann, glaube ich, wenn dann der Eismann kam, minus 17,30 Euro drin oder so. Die sie ihnen ja auch gestrichen haben, dann die Gratisgetränke, dann haben sie auch aufgehört, da aufzulegen. Dann war es irgendwann so, ja, ihr dürft auch keinen Wodka mehr trinken, sondern nur noch ein Bier. Oh Gott, das ist einwandfreies Management von Leuten, die BWL studiert haben. Wenn du überlegst, dass sie teilweise dann halt irgendwie angefangen haben mit diesem Mörder-Happy Hour, da hast du halt zwischendurch auch erzählt, dass Leute kamen und sagen, ein Gin Tonic, und du hast gesagt, also zwei. Ja. Nee, ein Gin Tonic. Ja, aber jetzt ist halt alles, du zahlst halt das und kriegst doppelt. Aber ich will nur, und dann irgendwann so, ja, jetzt hätte ich gern zwei Gin Tonic, also vier. Mhm. Nee, jetzt zwei. Alter, wenn du zwei zahlst, dann kriegst du vier. Und das war immer wohl, dass die Gäste immer dachten, ich will nicht so viel und Getränke umsonst. Ja, Pech gehabt, seid ihr im falschen Laden. Oder die Gäste, die sich beschwert haben, dass die Cocktails zu stark sind. Hm. Heute mal richtig saufen, aber nicht so stark. Alter, das ist die Lampe. Naja, soll ich mal mit zur letzten Frage kommen? Auf jeden Fall. Und da ist auch, muss ich sagen, das ist auch meine Lieblingsfolge gewesen. Ja, genau, das könnte ich ja einfach mal so als Nebenfrage. Das ist das White Coal in. Das ist eklig, geh aus meinem Hundehirn. Da ist die Frage, welche Mischung lässt unseren Freizeitpark einmalig werden? Diese Mischung aus Erlebnis, Wasserbahn und Urinal. Also ich muss es... Aber es ist echt, ich habe gestern echt heulen müssen, muss ich ehrlich sagen. Während des Clips auch. Aus Wildwasserbahn und Erlebnisurinal. Erlebnisurinal, schön gesagt. Das ist die Toilette von Coal Mine Inn. Usch. Und die hier sind beim Pinken aus Pinken. Und die werden ja auch erwischt. Die pinken drin und werden von den Füßen nass. Und die Leute, die runter. Und nur die Kinder sind total happy. Nochmal, weil gar nicht kann.
Die Kinder in der Bahn oder die Kinder am Urinal? Der meinte heute ganz stark nach Spargel. Das Spargel-Snack. Das ist das Beste. Ich weiß gar nicht, ob es besser werden kann. Aber ja, das war's, halt Mensch. Ich find's immer noch so super, die Vorstellung, dass die durch diese Pipi-Rinne da fahren und die Kinder sagen, hey, ist gar nicht kalt. Das war so der beste Teil. Ja, du warst so schwere Erinnerung, das ist so richtig. Aber ist schon ein gutes Prinzip auch. Also wenn ich mir vorstelle, du stehst am Urinal, die Bahn rast lang und spritzt dir das Fahrwasser. Also ich habe diesen ganzen Part dieser Cold Mile in mir angehört und das war echt ganz kreativ, weil du auch irgendwann meintest, dass halt da auch immer so eine, also anfangs war es noch, dass die Bimmelbahn durch den Laden fährt und die Schienen sind halt auf dem Boden, aber es ist nicht markiert. Also man hört einmal ein lautes Bimmeln und die ganzen Leute müssen Tische und Stühle wegreißen, weil dann kommt die durch. Daran erinnere ich mich noch, dass die Leute ihre Stühle und Tische selber mitnehmen müssen. Was eigentlich, na egal. Wenn niemand an einem Tisch sitzt. Ja, dann ist blöd. Naja, und dann meinte ich irgendwie von wegen E-Lok und du meinst, nee, das ist eine schöne Dampfdiesel, wie die dann durch diesen kleinen Raum fährt. Ja. Und alle am Husten sind. Und dann war irgendwie noch der Gag, dass wenn du auf Toilette gehst, dass die Tür von der Toilette in der Toilette eine komplett andere Farbe, Konsistenz und eine ganz andere Aufschrift hat. Das heißt, wenn du drückst die Holztür zur Toilette und drinnen ist eine Steintür und steht Personal drauf. Und du bist halt komplett geschockt von dieser Erlebnis-Urinalsache, dass du halt in den Wildwasser kommst, raus, total durch Pipi getränkt und weißt nicht mehr, wie es rausgeht. Das ging auf jeden Fall nach einer meiner Ideen. Ja. Und ich weiß nicht, ob es deine meine Idee ist, weil halt dann auch irgendwie das Personal dir anbietet, den ganzen Erlebnistag halt umsonst zu haben und ein T-Shirt umsonst, wenn du nicht darüber redest, was gerade passiert ist. Und die Leute kommen raus mit so engen kleinen T-Shirts von dem komplett nass und die Mutter fragt, und wie war's? Und der Vater möchte nicht drüber reden und komplett in Pipi getränkt. Und das Kind voll happy das und tough, riecht nach Spargel. Das Tough Mudder Prinzip. Du bekommst ein billiges, zu enges T-Shirt und einen Lappen als Handtuch. Ja, genau. Ey, wo ist dein Handtuch? Wieso? Die haben sich doch Handtücher versprochen. Und dann immer so ein Handtuch. Dortmund hat es neulich auch gesehen, die ist vor Lachen gestorben, als ich erzählt habe. Da waren Leute unter der Dusche und gedacht, ich bekomme ja ein Handtuch. Ja, vor uns war ja einer. Mitnehmen. Und dieses Taschentuch-große Ding, was zur Hälfte aus Flock besteht. Ja, ich habe das immer noch. Super. Ja, ich habe das auch noch. Das ist ein Waschlappen geworden bei mir. Ganz toll, ja. Wie ist das? Wollen wir nächstes Jahr wieder laufen? Weil das ist ja halt... Ja. Ja. Schon, müssen wir bald mal machen, ne? Oder wir laufen Sonntag, da ist ja der Andrang immer nicht so groß. Ich meine, also machen wir wieder Athletics. Würde ich schon sagen. Also bevor ich zum Tough Mudder hier nach Tough Mudder Berlin nach Leipzig fahre. Ja. Ja. Können wir jetzt auch unser Viermal-Band abholen, oder? Stimmt. Mittlerweile in Rosa. Ja. Ja, hätten wir von Anfang an, glaube ich, dann hätten wir für 60 Euro das Ticket gekriegt. Ich glaube, jetzt kosten die schon 80 oder so. Ja. Müsste man langsam mal überlegen. Ja, ja. Ob man das macht. Ja, muss man auch überlegen, ob man der Gruppe dann... Ja, würde ich schon sagen, oder? War lustig. Also, nein, ich meine, es ist halt lustiger. Ja, lustig war halt Leuten zum Beispiel, dass das letzte Mal halt auch eine andere Energie drin war, weil ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie hieß, als das Mädel mitgelaufen ist. Katharina? Ja, irgendwie. Carolina? Ich meine, Eva. Aber die war halt das erste Mal und die war die ganze Zeit, wow, wow. Also die ersten 5 Kilometer meint sie ja von wegen, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Und dann war die halt so drin und dann war so... War ja, so das, ja, die war ja da sehr das hebt das natürlich pessimistisch am Anfang, so oh, ich war lange nicht laufen. Und, ja. Ja, aber die hatte Konditionen, das war ja, beziehungsweise musste sich ja irgendwie Theresa. Immer nur 500, achso, du hast 5. Knapp. Ja, erschreckend. Also ich habe gedacht, du schaffst so 3 Fragen. Ich glaube, du hast so, ich würde sagen, so 9 von 10 Fragen geschafft. Also, für Folge 200, wie viele Fragen hat Klaus richtig beantwortet. Um 100. Ja, ich glaube, 125 kannst du mal ein Quiz stellen. Da werde ich wahrscheinlich gar nichts wissen. Ja. Also erschrecken wir manchmal, dass du halt Wortlaute 1:1 wiedergeben konntest. Ja, das fand ich ein bisschen gruselig. Irgendwie hat so ein Kriegsveteran immer wieder die gleiche Geschichte erzählt. Ja, aber geil, dass manche Sachen sich komplett bei dir eingegraben haben, aber zum Beispiel wie diese Jeff Goldblum-Statue, das dann war so, nix, puff. Nichts mehr zu. Und dann halt auch das Beschriebene, weil das ging ja noch weiter. Du hast ja nur gesagt, da war die Statue, sondern von wegen ja, und der hat auch kommentiert, 10 von 10 Goldblums und bla, und wir haben die Welt verändert, weil wir eine Goldblumenfolge hatten, so, puff. Aber mit dem Kind, Arschlochkind,
gleich Klick von wegen, ja, an der Stirn getroffen. Das ist auch heute noch eine meiner liebsten Erinnerungen im Leben. Aber auch geil, wie du gesagt hast, von wegen, wenn ein Erwachsener dir den Ball zuschießt, dann sagst du Danke. Und dachte ich so, oh, wie so Tim von TKKG, so maximal sympathisch. Junge Union, Power! Hast du da einen Soul Patch oder ist er einfach nicht richtig sauer rasiert? Ja, Mischung aus beidem. Da wächst es am schnellsten nach. Als wird schießen. Ja, jetzt sind wir schon bei 104 Minuten für die Jubiläumsfolge. Gar nicht so schlimm, aber wir müssen jetzt nicht. Stunde und vier, aber ja. Was habe ich gesagt? 104. Dirk zählt Zeit im metrischen System. Um 10 Uhr ist Schluss abends. Ja. Ja. Hallo? In diesem Sinne. Auf die nächsten 100 Folgen. Mhm. Klaus, überleg doch mal. Überleg dir, ist gut. Ja. Also, viel Spaß euch. Wie viel habt ihr richtig? Antwortet in den Kommentaren unten. Aber ich würde sagen, so 2-3 hat man schon richtig. Sag sonst, Timo. Also zum Beispiel auch das Akte X-Prinzip fand ich halt gruselig. Dass du dann das halt auch noch dieses Nachmachst mit da, nicht, Monster und dann genau das. Du musst ja nur überlegen, das. Was das Akte-X-Prinzip ist, und das ist halt genau das. Ja, man könnte auch sagen, von wegen, keine Ahnung, einer glaubt dran und sieht es, wenn kein anderer es sieht oder so, dass du den Inhalt wiedergibst. Aber du sagst ja auch 1:1 wieder dieses, ja, ja. Ja, aber es ist halt genau so ist es. Guck's dir an. Ja, als ob ich sie nicht glauben würde. Guck's dir an, Mann. Alter. Such dir einen Job. Ist mein Sushi, ey. Das ist abgelaufen. Das ist geöffnet. Hör mal auf. So richtig. Das ist bestimmt so ein kleines eingerolltes Papierstück von irgendeinem Erpresser. Meist, wenn es so haptisch alles noch gebastelt, sonst was. Dagobert so Senioren. Ist wieder da. Ja, irgendwelche Senioren, die sagen, hier, Rente aufbessern. Lidl, Warschauer Straße, wir wollen Geld. Mhm. So. Ist der eigentlich Warschauer Straße? Ja. Warschauer Platz. Platz heißt das. Warschauer Platz ist. Und ist ein ganz großer Platz, der. Unten ist es der Warschauer Platz. Gebührend gefeiert wird. Ja, also schreibt uns auf fürnüsse@gmail.com auf, bei, ja. In, an. Drückst du immer deine Nase hier ran? Ständig. Ist ja dein ich Popschutz. Aber es sind ja auch andere aktiv dran. Und wenn ihr näher rankommt und die ganze Zeit den Klaus, ihn, seinen Grind hier ansprechen. Hinter meinem Mikrofon. Oder Kommentare bei YouTube, auf YouTube, fürnüsse@gmail, nein, mit Klaus und Dirk. Normalerweise bin ich immer total durch und Klaus ist so aktiv, aber jetzt wirkt es so, als ob Klaus auf Toilette müsste, nee, mit Klaus, der Hand. Nee, ich muss mich jetzt ein bisschen hier überlehnen, weil das Sofa ein bisschen niedriger ist für das Mikrofon. Findest du auf einen Podcast-App außer Spotify. Ja, weil wir da keine Antwort kriegen. Oder @fürnüsse_pod auf Twitter. Jeder Pimmel ist auf Spotify. Oder fürnüsse_pod.com. Ja. Das war Folge 100. Wir haben uns gar nicht betrunken. Wie wir das sonst. Naja, aber du wirkst ein bisschen betrunken. Ja, ich bin auch schon einen langen Tag hinter mir. Klaus geht jetzt ins Bett und ich fahre nach Sangerhausen. Klaus geht jetzt ins Kino und guckt sich Frozen 2 an. Ach du Scheiße. Hast du Wette verloren? Mit dir. Also ich gehe mit dir ins Kino. Krass, ey, hätte ich nicht gedacht, wie viel du weißt. Das ist erschreckend. Traurig. Ey, da habe ich mir so Mühe gegeben, gestern so viel Scheiße angehört und jetzt sowas, ey. Ja. Es gibt bei beim Saturn gibt es halt so ganz normale In-Ear-Kopfhörer. Zwar mit vergoldetem Kontakt, aber halt ganz normale In-Ears. Von Marshall. Mit Kabel. Für, ich glaube, 50 oder 60 Euro. Für normale, so In-Ear-Kopfhörer. Nicht drahtlos.